Nein. Nein. Nope. Ich kann die kaputt machen. Und hab da Zähne drin. Möchte ich wissen, warum in Schneckschehäuser Zähne sind? Hat sich jemand die Zähne daran ausgebissen, die aufzumachen? Danke, danke. Ich nehme meinen Comedy-Preis an. Ich möchte... Oh. Das ist übrigens die weinende Statue. Okay, ich kann im Flug nicht angreifen. Okay, Zähne sind keine Collectibles. Sehe ich gerade. Also, ne, im Sinne... Sind Collectibles, aber sind keine, die man für 100% braucht anscheinend. Aber vermutlich wären sie anders wichtig. Ich behaupte mal einfach, dass sie irgendwie zum Upgraden von irgendwas wichtig sind. Und Rosen behaupte ich mal jetzt einfach sind unser Leben. Hallo? Schleichender Verfall. Okay, da kommen jetzt noch mehr Gegner. Ah, ah, au. So. Ah, okay. Okay. Das ist ein Nope von mir, Dog. Guck mal, das ist sogar mit richtiger Physik hier. Dieser Verfall. Und anscheinend hinterlässt er auch Spuren, die nicht verschwinden. Ach, guck mal, ich kann damit sogar interagieren. Die Interaktion mit Flüssigkeiten erinnert mich an ein ganz, ganz anderes Projekt von mir, was schon Jahre, Jahre her ist. Und zwar Vessel. Und ich glaube, also ich habe zumindest oder hätte ein Interesse daran, ich glaube, dass wir das irgendwann nochmal ein Replay von machen. Ich habe das damals 2012, glaube ich, gemacht. Das ist ein Spiel, was mir persönlich sehr gefallen hat. Und was ich auch noch immer weiterempfehlen würde. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Kennst du, glaube ich, nicht. Ist auch ein Indie-Spiel. Aus, ich glaube sogar wirklich 2011. 2011 oder 2012, das habe ich damals bei Steam entweder geschenkt bekommen oder gekauft. Bin mir gerade unsicher. Und habe das dann einfach direkt als Let's Play-Projekt gemacht. Und ja, also das Spiel hat mir persönlich viel Spaß gemacht. Das ist ein Puzzle-Spiel. Und ja, erklären ist jetzt ein bisschen schwer. Du hast halt so Kerne, mit denen du dir Kreaturen machen kannst, die alle eine unterschiedliche Funktion haben. So gibt es zum Beispiel einen, der direkt Knöpfe drückt, einer, der versucht, Flüssigkeit, aus denen er gemacht wurde, während du springst, um alles schweben zu lassen. Schweben zu verlängern, drück und hältst du der Taste erneut während des Sprungs. Ich kann das verlängern! So, okay. Ah, okay. So, auf jeden Fall. So, ich schieb gerade mein Mikro umher, weil ich mich umherschieben wollte. Das Spiel wird halt relativ interessant mit seinen Rätseln und dem Ende und auch so mit diesem kleinen lore-mäßigen Kram, der da drin steht. Das Problem ist halt, dass es dass man die anschreiben konnte. Ne, oder ich habe das Entwicklerteam angeschrieben, die Presseabteilung von denen, und habe die gefragt, ey yo, habe ich Erlaubnis, das auf YouTube hochzuladen? Habe ich Erlaubnis, das zu monetarisieren? Und die haben ja gesagt und dann haben sie trotz alledem einfach geclaimed, sondergleichen.
Schirm kann im Sprung mehrfach eingesetzt werden. So. So. Ihr wisst wahrscheinlich, werde ich das bis zum nächsten Alice-Stream vergessen. Das ist blöd, ja. Oh, jetzt habe ich hier so einen Zahn übersehen. No! Nice. Zahn bekommen. Das ist eine Erinnerung. Oder eine Flasche? Was hat mir jetzt die Flasche gebracht? Excusez-moi. Flaschen gesammelt, 1 von 18. Also ich werde definitiv auch nicht irgendwie den Entwicklern böse sein oder sowas. Okay. Sind hier Gegner oder was? Danke für den Tipp nochmal, Spiel. Oh Gott, da hat's kurz gelaggt. Himmel. Ich hatte Angst. Aber ja, ich fand's halt ein bisschen doof. Irgendwie muss Alice ja das Geld für die Oma auftreiben. Ist auch wieder wahr. Also Flaschen sammeln. Ich weiß nicht, ob Pfandflaschen existieren in Wunderland. Wenn doch, dann sind sie ein bisschen weiter als Belgier. Die haben nämlich kein Plastikpfand oder Dosenpfand. Die haben nur Bierflaschenpfand in Belgien. Aha! Ich weiß nicht, was ich mit den Zähnen machen will, aber ich habe 91. Das reicht doch bestimmt schon für 2 oder 3 Gebisse. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein. Zu meinem sowieso nicht. Okay, Wanda. Hast du Cosmo gesehen? So, Pfeffermühle aufheben. Ihrer Herzogin Ferkel Editions Pfeffermühle. Soeben erhalten. Verleiht Feinden Würzen, Rüssel pikant im Nu. Ich hab eine Gatling. Ach, und das ist. Achso, nee, das ist anvisieren. Okay, ich kann. Ah, okay, ich kann. Oh, das ist gut. Ich kann so ziemlich instant zwischen den beiden wechseln, zwischen den beiden Waffen. Kann ich hier rein? Nein, weil da so ein Knopf vor ist. Gut, haben wir das geklärt. So, kann ich nicht hier den. Da, ich darf nicht auf den Tisch drauf. Wie fies! Ich darf nicht auf den Tisch! Darf ich hier irgendwie umher... Nee, ich darf hier mit nichts draufklettern. Oh. Oh. Was ist denn das für ein Metallhaufen? Schraubelle. Ah. Oh Gott. So. Habe ich sie? Oh! Okay, ich vergesse die gesamte Zeit, dass ich im LT-Modus, Endless des Modus ist, ne, dass ich nicht kontinuierlich gedrückt halten muss dafür. So, okay. Auf jeden Fall gefällt mir das Kampfsystem sehr viel besser als im ersten Teil. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt schwer, wenn man bedenkt, oder wenn ich bedenke, wie schlecht das Kampfsystem im ersten Teil umgesetzt war.
Warum höre ich noch immer Kampfmusik? Alles okay, Spiel? Sehe keine Gegner zumindest. Also. Ah. Oh Gott, hinter mir ist auch einer gespawnt. Spawnen die unendlich lange. Jetzt muss ich nicht nachladen. Warten, dass ich nur überhitzt bin. So, zack. So, oh Gott. Insbesondere, dass ich automatisch ziele, gefällt mir. Weil ich bin halt wirklich schlecht im Zielen. Okay, da ist... Ah! I! So. Ich find's gut, dass ich das offensiv und defensiv einsetzen kann. Ah, ne... Schnauze. Spitze überall die Ohren, um Schnauzen zu orten. Wechsel in den Zielmodus und schieß mit der Pfeffermühle auf die Schnauzen. Ist die Schnauze voll gepfeffert, wird sie fade und Sammelstücke offenbaren. Achso, ach, jetzt darf ich wieder ES drücken. Wie die Kugeln dann noch sind. Und damit gehst du jetzt quasi zur Herzogin. Okay. Sind das alle oder muss ich jetzt noch mehr? Schnäuze machen. So, geben wir mal hier die ganzen Zähne noch mit. Kann ich vielleicht meine Waffe upgraden? Also, ich weiß nicht, ob ich die Vopalklinge upgraden kann, soll oder sonst irgendwas. Aber halt, zumindest die Pfeffermühle. Okay, ich kann hier nicht hoch. Das bedeutet dann, ich bin hier fertig, ne? Gut. Okay, gut. Bisher denke ich mir auch wieder, dass man sich die Feinde hätte sparen können. Man, ja. Dank für die Schnauze. Und jetzt geh. Okay, Wanda. Zerstöre den Herzoginnenkorb um... Warum muss ich den kaputt machen? So, danke für alles, Herzogin. Beim letzten Mal warst du definitiv nicht so lieb. Jetzt dementsprechend cool von dir. Gibt einen Daumen nach oben. Ey, das ist noch eine Schnauze. Gibt es eine Max-Range von den Dingern? Ah. So. Und damit hat er mir Gegner offenbart. Vielen Dank, vielen Dank. So. Das dürfte das Ding kaputt machen, ja. Wie weit kann ich zielen? Okay. Das ist ein bisschen zu kurz. So. Den noch einmal abschießen. Doppeltreffer. Noch ein Treffer. Gib ihm. Sind das alle bisher? Ich weiß es nicht. Was ist das für ein komisches Ding? Es scheinen hier doch noch irgendwo Gegner zu sein. Ich sehe sie leider nicht. Ist das da hinten ein Gegner? Es leuchtet zumindest so orange. Es sind hier unten Gegner. Doch, hier unten kann ich mir gut vorstellen, dass Gegner sind. Ich meine, da unten werden wir so oder so nochmal entlanglaufen, aber... Ja, gehen wir erstmal hier... Hallo, Auto. Was ist da jetzt gerade hinter mir? Ah, okay, jetzt sind hier vor mir auch Gegner. Ich bin mir nicht ganz... Au, okay. Wann immer die Auspuffe drin haben, ist böse für mich. So. Den einmal kaputt schießen. Leben mitnehmen und... Wo ist es gelandet? Da. So. Spitz die Ohren, um Schnauzen zu finden. Ich habe doch gerade schon eine Schnauze gefunden. Ah, ich sehe aber noch eine.
Kommen jetzt noch mehr Gegner deswegen? Nee. Ich hätte jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, dass Schnauzen etwas... wie schimpft es sich? Etwas Optionales sind, aber es scheint dann wohl doch... weniger optional zu sein, als ich gedacht hätte. Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Ach, das ist unser Kindermädchen gewesen, wenn ich mich jetzt nicht vertune. Was sind das hier für eine? Falsche Schildkröte auf See geblieben. Moin Dark Pizza Unicorn. Na, was geht ab bei dir? Großartiger Username. Die beiden kaputt machen. Will ich runter, will ich hoch? Will ich runter, will ich hoch? Ja, das ist... Ich meine, die Schnauzen sollen ja Optionales freilegen. Dann versuche ich mal, an den goldenen Zahn zu kommen. Manche haben den goldenen Riecher, ich habe den goldenen Zahn. Können wir die Kugeln zerschießen? Gute Frage, das kann ich mal ausprobieren, ne? Oh. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht es so unendlich hintereinander chainen kann. So, die. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was die Blumen hier machen. Falsche Taste. Anscheinend würde ich nur aufgehen. Zumindestens, ach stimmt, ich kann. Ach! Kann ich das irgendwie im Sprung. Das muss ich mal gleich ausprobieren. Hier kann ich nicht durch. Und irgendwie habe ich dich in meiner Folgenliste gefunden. Das bedeutet ja, dass du schon mal auf jeden Fall beim Stream warst, ne? Achso, scheint hier keine Max-Range zu haben. Ich kann's nicht aufschießen, anscheinend. Ich versuche mal nochmal ranzugehen und dann mit der Vopal-Klinge. So, achso, und noch was anderes auszuprobieren. Okay, gut. Wenn ich im Sprung ausweiche, kann ich danach nicht nochmal irgendwie einen Doppelsprung machen oder schweben. Ja, irgendwann bis zum 25. Juni letzten Jahres. Eieiei, was habe ich denn im Juni letzten Jahres gemacht? Da fragt man mich was, du. So. Achso, ich darf ja im Sprung nicht angreifen. Ja. Scheint nicht. Nee, keine Ahnung. Anscheinend nicht. Anscheinend ist es nur zum schön angucken, wie Schneekugeln allgemein sind. So. Achso, jetzt habe ich da die Schneckchenhäuser. Na. Will ich die machen? Komm, wir machen die einmal. So. Geräusch ist großartig. Gut, hier ist aber sonst nichts mehr, dann gehen wir jetzt endlich mal weiter. Ich frage mich, was die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit ist. Worum geht es in dem Spiel? Das ist eine sehr gute Frage. Die... wir sind Alice Little und wir haben... eine kaputte Animation. So. Wir sind jetzt im Wunderland und versuchen, das Wunderland anscheinend wieder vor einer neuen Gefahr zu retten, die existiert. Ich muss sagen, es ist etwas schade, dass so viele Scheinbeine und Dekos und man nicht auf Dinge springen kann, auf die man springen können sollte. Finde ich auch. Finde ich auch, Lynku. Ich warte noch eine Rotation ab. Whee! Oh, das war knapp. Na, definitiv nicht. Alles gut. Dafür sieht es aber klasse aus. Ja, also visuell ist es sehr viel angenehmer als der Vorteil. Weil der Vorteil ist ja auch aus den 2000ern. Und Game Design mäßig scheint auch ein bisschen mehr gemacht worden zu sein. Klingt lustig. I noch. So, wo sind jetzt die da? Achso, I.
gleitender Verfall. Sind das jetzt? Oh, die Dinger halten sogar ein bisschen was aus. Haben wir eine neue Art von Gegner? Ich bin ganz ehrlich, persönlich wäre ich nicht interessiert, die Gegner hier zu haben. Okay, bist du wieder ein normales Viech? Ja. Nein, du bist kleiner. Kommt da noch was raus? Ah! I! Sind doch schon mal Albtraumartig. Das ist wahr, ja. Soll ich darüber? Kann ich darüber? Schaut so aus, als könnte ich darüber, ist die Frage. Das ist eine kluge Idee. Ist hier irgendwie eine Schnauze unter mir? Wir probieren es mal aus. Oh! Ist jetzt eine kluge Idee oder eine schlechte Idee? Oh! Ach so! Finde ich ein bisschen gemein, dass man da keinen Hinweis vorher bekommt, aber gut. Schrumpfsinn und sowas, ne? Ich weiß nicht mehr, was Albträume wirklich sind, weil ich vor 5 bis jetzt 8, das ist meine hatte. Das freut mich zu hören. Ich habe quasi täglich Albträume. Ist das der richtige oder der falsche Weg? Ich glaube, das ist ein Secret. Andernfalls hätte ich nicht die Pfandflasche gefunden. Und die goldenen Zähne. Bei American Mickey bin ich mir nie sicher, was irgendwie gedacht wäre. Aber wir haben ein Secret gefunden. Yay! So, kann ich mich darüber? Hui! So. Und jetzt wieder da hinten hin. So. Zack. Da hinten ist ein Item, was ich haben möchte. Heißt, hier ist irgendwo eine Schnauze. Mir gefällt das Geräusch nicht. Es macht Rumbel, Rumbel, Rumbel. Bitte nicht. Okay. Alice schaut hervorragend aus in diesem Licht. Das muss ich ihr lassen. Gibt wenige, die Apokalypsen-Orange gut tragen können. So. Sind jetzt noch mehr Pilze rausgekommen? So. Greift einer von euch an. Warum haltet ihr so viel aus? Könntet ihr das bitte nicht? Danke. So. Gut, da habe ich noch eins zum Hoch und dann. Ja, ich möchte ganz gerne das Sparkle-Ding da hinten haben. Give me Sparkle. Ist das eine kluge Idee? Nee, das ist keine kluge Idee. Was hast du heute so gemacht? Ja, ich bin in einem Todesvulkan. Hui! So, wunderbar. Höchstwahrscheinlich sind aber nicht alle Sachen so nett und freundlich versteckt. Per Eisenbahn quer durchs Wunderland klingt reizvoll, aber auch ineffizient. Eher nach Schneckenexpress als nach Dampfross. Wäre besser, diesen Zug zu vergessen. Ein Schildkrötensuppe Rich als Lokführer? Oh nein, das passt nicht. Das Spiel scheint süß zu sein. Ja. Kommt ganz drauf an, welche Definition von süß man nimmt. So, ich glaube, ich muss hier einfach nochmal dann wieder da entlang. Es hat auf jeden Fall Charme und Stil. Dem kann ich das Spiel definitiv nicht absprechen. Oh. Und bisher gefällt es mir auch sehr viel mehr als der Vorgänger. Aber auch, um ganz fair zu sein, der Vorgänger war halt wirklich, ja, 2000er Game Design ausgesetzt. Dass das Spiel nicht unbedingt gut war, ist halt
Ach Gottchen, das ist das Kind. Das haben wir das letzte Mal vor einer halben Stunde gesehen oder so. Aber hier kommt jetzt fürs wahrscheinlich wieder Verderbnis. Oder erstmal auch nicht. Oh! Ein Amusement Park. Ah, es macht. Kann ich diese Viecher auch in der Luft angreifen? Irgendwas mit LS. Achso, keine Ahnung. Ja, ich kann die auch angreifen. Wie erstmal die hier wegkamen. Nur, dass der neue Spawn. Okay. Ich drück gerade A zum Ausweichen. Ich glaube, das ist aus Witcher noch. In meinem Muscle Memory. Was auch immer das Ding jetzt gemacht hat. Au, 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 au. So. Ich bin sehr froh, dass ich wenig taktisches Geschick beweisen muss. Es rumpelt und rattert. Bitte nicht. So. Ah! So, nochmal ausweichen. Und dich kaputt gemacht. Ich hoffe, das war's. Ah! Aber der Schmetterlingssprung passt jetzt nicht mehr so zur Umgebung. Schmetterlinge sind eigentlich voll Metal. Also doch, alles passt. Hola Jan, lies diese Zeilen als Single dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammle diese weißen Beißer, um deine Begegnung mit den weißen Bärtigen hinauszuschieben. Meine Freunde können die Hauerchen gut gebrauchen und du erweiterst deine Waffenmöglichkeiten. Okay. Du hast nicht genug Zähne für das Pfeffermühlen-Upgrade. Schneller Attack mit zielgerichteter Schaden. Was ist das da oben für Karten? Bedeutet das, dass ich noch zwei weitere Waffen bekomme? Upgraden wir mal die Warfalk-Dinge, weil wir können. Ich werde von meinen Freunden verrückt genannt, weil ich jegliche Art von dämonartigen Zeug süß finde und noch Schlimmeres. Würde dich jetzt nicht verrückt nennen dafür, sondern einfach behaupten, du hast einen anderen Geschmack. Jetzt habe ich die Vorpalklinge 2. Tschüss, Eisenbahn! Der Hutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Ich höre an die Zähne. Komme ich da oben ran? Verzeihung. Alice, mach mal dich lang. So. Ich weiß, du heißt Alice Little, aber kannst du dich um Alice lang? Tränental, Spiegelbahn. Warum vibriert das hier langsam? Warum ist übrigens meine Maus da oben rechts? Schuh. Ist das meine Maus? Was ist das? Kann mir jemand sagen, was das für ein Zeiger oben links ist? Den ich gerade nicht verstehe. Soll das meine Maus sein? Warum wäre die da? Schuh, Zeiger oben links. Geh woanders hin. Ich bewege gerade meine Maus und nichts passiert. Also, die Kamera bewegt sich, aber da oben links tut sich nichts. Es scheint halt mein Mauszeiger zu sein. Ja, guck mal, das scheint mein. So, ach, guck mal, ich kann quasi immer upgraden. Jetzt ist weg, okay. Hab's gefixt, keine Sorge. Alles gut, so gehört sich's.